Berlinale, was bedeutet das für dich? Berlinale bedeutet ganz viel. Berlinale bedeutet erstmal eine wunderbare Plattform für den Film, für den deutschen Film, für den internationalen Film. Berlinale bedeutet Wiedersehen mit Freunden, bedeutet neue Kontakte kennenlernen. Berlinale ist halt einfach spitze. Also. Es ist ein Branchentreff. Ja. Ganz viele Leute haben wahnsinnig viele Termine und rennen von A nach B. Hast du noch Zeit, ins Kino zu gehen? Also schaust du auch noch Filme? Ja, ich habe das große Glück gehabt, zum Beispiel gestern Abend dabei zu sein. Das war ganz toll. Django hat mir richtig gut gefallen. Also er hat mich auch sehr berührt, der Film. Mhm. Und es ergibt sich schon zwischendrin. Also ich bin morgen Abend bei Final Portrait zum Beispiel. Dann ist nächste Woche noch was. Also klar, man ist natürlich viel unterwegs und man nutzt das dann auch für Treffen mit Regisseuren und Produzenten. Und da sind natürlich auch viele schöne Events, wie jetzt auch das hier der Fall ist, die stattfinden. Man muss eher am Schlaf manchmal sparen, glaube ich. Das stimmt, aber es finde ich cool, dass du dir tatsächlich noch Filme anschaust, weil viele sagen ja, du, das schaffe ich einfach überhaupt nicht mehr, was ich total traurig finde. Ja, das macht es ja eigentlich aus, weil ich meine, Berlinale bedeutet ja wirklich, es ist ja die Bühne, einfach eine tolle Bühne für außergewöhnliche Produktionen, die sind ja auch extrem selektiert, also da wurde sicher auch was bei gedacht und ich finde zum Beispiel auch den Dieter Kostek einfach einen wunderbaren Festivalleiter und das hat alles Stil, das ist irgendwie... Es sind ja auch viele Filme, die so eigentlich gar nicht ins Kino kommen. Also wo man die Chance hat zu sagen, hey cool, ich kann die Filme gucken, die normal überhaupt nicht, die gar nicht gesehen werden. Das stimmt, das ist auch spannend. Genau, einfach nochmal eine ganz andere Facette von Film so. Und Du hast gerade gesagt, gestern Django hat dir gefallen. Ja. Was ist Django eigentlich, ne? Django, ja. Django. Was ist denn noch ein Film, auf den du dich besonders freust? Oder gibt es irgendeinen Tipp, wo du gesagt hast, Mensch, da haben mir so viele Leute von erzählt, den will ich unbedingt sehen oder den solltet ihr euch nicht entgehen lassen? Oh, schwierig, jetzt da irgendwie was hervorzuheben. Also wie gesagt, auf Final Portrait morgen freue ich mich extrem, weil gestern wurden ja auch noch mal ein paar Einspieler gezeigt. Das finde ich extrem spannend. Der sah auch optisch ganz toll aus. Ansonsten, Tipp, also wir sind selber jetzt mit einem Film hier im Rahmen der Berlinale unterwegs. Ach, cool. mit König Laurin. Jetzt nicht im regulären Berlinale-Programm oder im Wettbewerb, aber im Rahmen der Berlinale wird noch der Preis der deutschen Filmkritik verliehen und da sind wir halt nominiert. Ach, und das super, ist halt jetzt unser. Dankeschön. Das ist halt unser zitternder Moment jetzt so irgendwie dann jetzt in den kommenden Tagen. Euer Baby auch. Wann läuft der denn? Ja. Wir sind am 1. September vergangenen Jahres gestartet. Okay. Auch vor allem in Sinister. Das war deswegen. Aber ich meine, läuft der jetzt auf der Berlinale nochmal im Rahmenprogramm? Das jetzt nicht. Also das ist jetzt quasi im Rahmen der Berlinale, aber es ist halt so für uns ist auch ganz schön, weil das Team kommt dann nochmal auch zusammen hier. Ach toll. Und genau. Ach wie schön. Also seht ihr euch alle nochmal, wann ist das? Am Montag ist die Verleihung. Mhm. Montagabend. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir in den kommenden Jahren, wir haben jetzt gerade auch noch einen schönen Film gedreht, der heißt Das letzte Mal. Ob da vielleicht auch mal eine Gelegenheit ist, weil es ist auch ein ziemlich krasser Film, spielt auch im Dritten Reich und eine sehr komplizierte Thematik über eine jüdische Familie mit einem nationalsozialistischen Sohn. Mhm. Und das ist vielleicht auch irgendwie, es wäre natürlich toll, wenn man mal in den kommenden Jahren vielleicht hier oder beim nächsten Mal irgendwie dafür für eine Plattform finden könnte. Weißt du schon, wann der anläuft? Wir sind gerade in der Postproduktion, wir haben im November abgedreht, ganz toll, wir also hier in Berlin in erster Linie, wir waren auch auf dem Gelände von Studio Babelsberg für die Dreharbeiten und ich nehme mal an, so im April soll der, dass der selber schon mal so lange fertig ist und da muss man halt gucken, wie man den platziert, ne? Das ist natürlich auch eine Zeitfrage und Da muss man die Augen offen halten. Muss man auf jeden Fall offen halten. Sehr gut. Gibt's irgendwas, was du auf der Berlinale vermisst, wo du einfach sagst, Mensch, es würde mich so freuen, wenn sie ... oder... Das ist schwierig, weil das Programm ja so unglaublich facettenreich ist. Es wird ja viel für junge Leute getan, ob das jetzt die Berlinale Talents sind. Es stimmt viel von den... Hast du da irgendwas mitgenommen in der Richtung? Oder sagst du? Ich bin jetzt auf einer Veranstaltung jetzt, ich weiß nicht, wann das ist, irgendwann in den kommenden Tagen ist, oft gibt es irgendwie so ein Dinner. Das ist ganz toll. Ich war in den vergangenen Jahren bei den Veranstaltungen von der FFA. Die haben auch so ein Dinner veranstaltet, machen die jedes Jahr. Das war auch ganz toll, weil man da halt eben im direkten Kontakt steht mit Produzenten und Regisseuren und da nochmal ganz andere Gespräche möglich sind, weil ich meine, von vornherein ist ja auch immer eine gewisse Lautstärke irgendwo mit verbunden, da kann man sich ja manchmal schlechter unterhalten und das ist halt schön, wenn man dann so diese Variation hat, den Kontrast, dass man auf der einen Seite irgendwie so ein schönes Dinner hat, ich meine, das ist auch ein tolles Erlebnis und da ist man ja auch dankbar dabei zu sein und dann halt, wenn man ein bisschen Party ist, so. Also vermissen grundsätzlich
weiß ich nicht, vielleicht ein paar Vitamine zwischendrin. Also man muss halt darauf gucken. Man muss halt einfach ein paar Regeln, glaube ich, machen. Ein Health-Food-Stand oder sowas. Letztes Jahr war ich echt danach so K.O., richtig K.O. Weil ich bin dann auch direkt danach zu Dreharbeiten nach Kuba und dann muss ich aber die ganze Zeit noch Antibiotikum nehmen, weil ich halt so voll hinüber war und deshalb versuche ich jetzt so mich an ein paar Regeln zu halten. Also, und die wären? Was sind deine berlinale Regeln? Man muss auch irgendwann sagen, jetzt ist gut so. Meine Mutter sagt immer, man soll immer dann gehen, wenn es am schönsten ist. Da ist halt schon irgendwo was dran. Und gestern ist es zum Beispiel auch ein bisschen später geworden. Also ist auch nicht so leicht, sich an die Regeln zu halten. Aber man muss sich halt bemühen. Also ich halte fest, wir wollen irgendwie einen Smoothie-Stand oder sowas mit so Vitamin-Shots. Und sonst ist eigentlich alles relativ perfekt. Ja. Und es ist für jeden was dabei. Auf jeden Fall. Danke. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke dir.